Okay. Hier gibt's noch nichts, hier gibt's noch nichts, hier auch nichts. Guten Sword kannst du schon mal machen. Wisst ihr was, komm. Ich stelle euch beide hier hin. Und unsere beiden haben wahrlich wacker gekämpft. Erfahrungssystem wäre hier noch was Schönes. 1, 2, 3, 4. Hier sind relativ viele Büsche. Können wir es nochmal riskieren? Das sagen, dass sie hier was anbauen sollen. Können wir zum Beispiel die Kleinen mal hier niedermachen? Feind, die hat noch alles. Die hat, oh, einiges einstecken müssen. Komm schon. Und mit einem Schlag getötet. Nicht schlecht. Perfekt. Die kann was machen. Die kann was machen. Ich finde jetzt noch die Schuhe, aber okay. Vielleicht werden die gleich fertig sein? Denen fehlt wieder alles und jeder. Na, komm schon, hier. Noch mehr Holz. Es sind keine Schlangen in der Gegend. Ah, hier hinten ist eine. Auf in den Kampf, Falloi, Fallo. Sind es beide oder schläft eine von denen wieder? Jetzt bloß eine, was macht die andere gerade? Ach gut, da kommt gerade die andere. Dann, Betäubung hier. Das ist ihr Betäubung. Ihr Angriffsradius ist relativ gering, möchte ich mal behaupten. Oder was machen irgendwie? Ich glaube nicht. Oh, Schuhe sind dann fertig. Komm schon, ihr beiden. Ihr schafft das, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Oh, beide haben Trefferlein. Oh, die Schnecke hat. Die Schnecke hat verfehlt. Ist klar. Ladies and Gentlemen, die Schnecke hat verfehlt. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wo ist denn die nächste? Ich weiß ganz genau, dass sie hier irgendwo sind. Ja, meine. So, da ist nichts fertig. Da ist auch nichts fertig. Hosen sind fertig. Eine Runde Hosen für jeden. Da hat jemand sogar Wunderhosen gemacht, so es ausschaut. Nimm doch lieber die hier mal. Wenn sie sie nimmt, hat sie sie genommen. Ich glaube irgendwie nicht. Aber, hallo? Ach, sie hat Hunger, okay. Pois, ach so. Jetzt soll ich gerade sagen, sie giftet sich an den Kakteenfrüchten, aber nein, 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 zum Glück nicht. Gerade so nicht. Turn to Eat, ja, die machen nicht wirklich satt, die Mistviecher. Brusted, fein, ihr geht's noch gut, ihr geht's gut, sie hat noch keinen Treffer einstecken müssen. Jetzt hat sie einen einstecken müssen, ach verdammt. Wir sind hartnäckig. Ach, sie schläft da unten gerade, ja, das erklärt natürlich so einiges. Dann noch ein Büffel. Ich glaube. Kann es sein, dass wir alles getötet haben? Wir haben erfolgreich nach hinten so Asen. Da ist ein Golden unterwegs. Da brauche ich leider beide dazu. Das heißt, wir werden sie hier mal aufstellen. Und hoffen, hat Marie jetzt endlich ihre wunderschönen neuen Schuhe genutzt. Jetzt hat sie es ja, okay. Zieh doch die hier noch an. Ich meine, bessere Rüstung ist bessere Rüstung, also von dem her. Helm, Helm, Helm und Helm.
Brustkorb. Das hier. Ein paar Schuhe. Jungswort, alles was wir finden können, mitnehmen. Puh, okay. Wir haben Kakteen. Wir haben Büsche für Pumpty. Zum Abroden. Wir haben alles, was wir so brauchen. Vielleicht nicht in rauen Massen, so wie ich es gerne hätte, aber zumindest in teilweise rauen Massen. So. Remove Battle Point, Gruppe 1. Und sie gehen im Duett voran, herrlich. Lass mal schauen, Chicken Farm kann ich hier so nicht hinbauen. Ach, damit. Komisch. Sedani hat immer zuerst den Riecher. Ja, aber na gut. Und Marie wird, ja, zum Glück wird Marie am Anfang angegriffen. Sonst hätte es böse ausgehen können. Bekommen die überhaupt, die bekommen nichts ab. Diese Snake Crabs, die... Ich weiß nicht, was sie machen, aber sie machen es verdammt falsch, möchte ich mal behaupten. Und zum Zivilisten konvertieren. Habt eure Arbeit gut gemacht? No item in Destiny. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roten Boots. Warum? Wo sind denn die Roten Boots, dass die nicht erreichbar sind? Ah, die hat sie bereits an. Okay. Ich sag schon nix. Ich würde mal sagen, denen geht es gerade alles aus. Ein bisschen zumindest. Ja, okay. Dann, Unifanten können wir schon mal anfangen. Holz, Unifantengehege. Ja, apropos Gehege. Müssen wir hier machen. Ich möchte das am besten, sagen wir mal, alles abernten hier. Also wir alles abernten. Ihr seid bewaffnet, euch macht, sollte es ja nichts ausmachen. Wir können dann hier mal einen kleinen Zaun aufbauen für die ganzen Unifanten, die wir hier zurechtziehen werden. Lockwa, ich möchte eigentlich eine Fence haben. Fence, genau, das suche ich doch. Weg, leer. Leer, Weg, leer, Mauer. Und genau hier muss der Zugang sein. Drumherum dann noch eins frei. Damit sie so ein bisschen Auslauf bekommen. Aber auch nur ein bisschen. Wir bauen sie nicht. Und hoffentlich wird hier bald so einiges heranwachsen. Aber die Kakteenfarm schaut schon mal schön aus. Haben wir noch einen guten Start in die neue Folgenreihe gemacht. Gemacht, geplant, gehättet, gehofft. Und ganz oben thront das Hühnchen. Was wir machen könnten wir auch gleich. Achso, ja, jetzt machen wir jetzt mal die Unifanten hier dann fertig. Ich wollte gerade sagen, dann können wir eigentlich hier weiterbauen und den Häusern mal ein Dach und alles spendieren. Wie gesagt, ein zweiter Stock kommt hier nicht drauf. Es ist ja Sand und auf Sand so zu bauen, ich weiß ja nicht. Haben wir denn hier einen Dom? Nee, brauchen wir nicht oben drauf. Market Roof. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Sollen wir auf unseren Marktplatz ein richtiges Zelt zum Tour machen? Clay Wooden Roof.
Stroh, da bräuchte ich nur Weed dafür. Was es aber hier, glaub, gar nicht gibt. Nein, nicht ein einziges Weed, Hallöchen. Hier ist Gravel. Wo Gravel ist, ist auch Flint. Aber ich glaube, da bauen wir uns dann lieber nach unten drunter. Wie gesagt, hier kommt dann die Brücke rüber. Und es nicht so ganz gefällt, dass hier... Schau mal, wenn ich jetzt sage, mein... Moment, ich... weg hier. Puh, okay, Moment. Safe, das wird ein Experiment werden. Dann... wieder anmachen. Wenn ich das jetzt abminen möchte, fällt die mir dann runter? Wenn ja, hätte ich ein verdammt großes Problem. Na? Wunderweltwissen? Wunderweltwissen eventuell? Okay, natürlich gleich Maria wieder. Nein! Perfekt. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt ganz vorsichtig das Ding hier wegmine überall, habe ich hier genug Freiraum, um hier die Brücke drüber zu machen. Herrlich. Herrlich. Und dann legen wir noch einen Stein drauf. Fenster wird gebaut. Ah, genau, wir könnten auch gleich mal... Natürlich, wenn ich Türen suche, komme ich immer nicht in Fenster. Einmal hier hin. Und wie viel Platz braucht denn so ein... Nein, ich schieb Unifanten. 3 auf 3. Ich brauche Holz dazu. Ja, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bauen wir den mal hier hin. So als kleine Grundsteinlegung. Bauen wir hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ja, sollte ein bisschen größer werden. Hätten wir 9 Stück davon. Doch, das sollte hinhauen. Das sollte genügend Fleisch geben, weil wenn wir dann später die Kakteen hier nutzen können... für die Nahrungsmittelproduktion. Ah, Fenster will ich doch eigentlich machen. Genau hier. Herrlich, sag ich dazu. Herrlich, auch mal abminen. Und rein mit den Unifanten. Und hier, alles was ihr seht, weg damit. Brauchen wir nicht. Könnt ihr alles dann verwenden. Minen. Das ist auch weg, Minen. Huhuhuhu. Da kann ich sogar noch den Grundstein für den Mauern hier, für unsere Brücke hier legen. Die machen wir natürlich nicht aus Sand. Machen wir aus richtigen Steinen. Das ist die Frage, welche Steine? Mattwall, Matt. Ach genau, da waren hier noch Stone. Stone Bricks. Ich glaube, da machen wir so eine Brick Wall hin. Die Frage, was passt denn da am besten? Ich glaube, so eine käme da immer gut. Haben wir denn dazu auch eine passende Treppe? Nur eine Treppe könnte das nämlich böse ausgehöhen. Insofern geht es böse aus, wenn hier nicht bald die ganzen Fenster gebaut werden. Aber zuerst zur Leiter. Wir hätten so eine antike Lemon Ramp.
Naja. Eine. Die habe ich auch noch nicht. Eine Knochenrippe, ist die neu? Cool. Aber Lemon Ramp. Na gut, dann machen wir einfach eine Limonadenrampe hier hin. Machen es mit der drüber. Oder wir bauen. Eine ganz normale Holzbrücke darüber, aber das sehe ich dann auch ein bisschen. Und die Steine wie blöd. Egal. Wir bauen einen Lemon Ramp. Und zwar. Zuerst so und dann so rüber. Dann machen wir so. Man könnte es jetzt auch schräg rüber bauen, aber das schaut immer so ein bisschen blöd aus. Dann machen wir so hin und so rüber. Oder wir machen es so und so rüber. Machen wir so und so. Mal zwei breit. Ich komme hier mal hin. Ein wunderbarer Anfang. Wollte ich gerade sagen, vertreib doch mal bitte das Hühnchen hier raus. Das hat hier nichts zu suchen. Die ganzen Olifanten. Wenn die jetzt noch ein bisschen einsam, beziehungsweise gehen wir mal auf Stufe 3. Von 5. Oh, ich finde es immer noch super, Stufe 5. Ja, man hätte auch ein bisschen weiter gehen können, aber naja.